Grüßt euch und hallo, willkommen zurück zur Formel 1 2017. Qualifying in Singapur mit dem Virus. Grüß dich, Virus. Hallo. So, und ich höre schon überall saftig die Motoren starten, dann denkt der Camillo sich... Das ist doch eine scheiß Sauerei. Ich kapiere das nicht, als hätte das Spiel irgendeine Macke. Weil jedes Mal, wenn du Training fährst, ist es schön hell. Sobald es auf Qualifikation oder Rennen drauf geht, ist die Strecke dunkel. Keule, das ist Singapur, das ist ein Nachtrennen. Das ist normal hier. Singapur. Na, oh. Da der Camillo diesmal eine andere Strategie fährt, bleibt er erstmal drin. Wohl. Ja. Ne, komm, wir fahren auch raus. Es sind nur ein paar Leute auf der Strecke, 7 Stück. Jetzt hatte ich genug vor. Nein, ich sage es und dann fahren 2 Silberpfeile vor mir raus. Das gibt's doch nicht. Nein, gerade noch gesagt. Die hatten dieselbe Idee wie ich, diese 2 Würste. Nein. Ach, Hamilton und Bottas, ich hasse euch jetzt schon. Super Sache, Alter. Oh. Nein. Den ersten holen wir uns sofort mal. Nein. Brems. Boah, der hängt ja direkt hinter mir. Ist ja unglaublich. Ja, Hemmelwurst, nur weil jetzt hier eine Gerade ist, brauchst du nicht zu meinen West King Currywurst. Schalte hier schon mal um, wenn ich das gleich nicht noch machen muss. Oh Mann! Wenn du zu langsam bist und dann ein bisschen Curve und so. Ich bin total irgendwie gerade durch den Wind, ey. Vom Winde verweht, sagst du? Nein! Das kommt erst, wenn man gut gegessen hat. Nee, er kennt die Filme nicht, deswegen weiß er nicht, worauf ich hinaus will. Ah, diese schmalzige Kacke da. Hör mal, unsere Oma hat die immer gerne geguckt, unsere Mutter hat die immer gerne geguckt und dann musste man als Kind mal manchmal mitleiden. Das sind halt Klassiker. Ach, Bottas, jetzt bin ich in diesem scheiß Mercedes-Sandwich. Am besten nicht von aus der Ruhe bringen lassen und dann passt das. Oh, bremst doch! Oh, mein kleiner Stier. Du bist... Ach Mann, du bist doch behindert, ey! Oh, ey. Dieses Auto kann auch nix, ey. Ey, du verdammte Drecksau. Alter Bottas, du fährst echt gut. Leck mich am Arsch. Zum Katzen, ey. Jo, das wird nicht gezählt. Jetzt muss ich gleich erstmal rein, Flügelschaden reparieren und dann kann ich nochmal raus. Ja, mal gönnt ihn. Gönnt ihr! Jetzt habe ich natürlich eine Sekunde oder zwei wieder versaut. Gut, dass wenigstens noch die Reifen dran sind, ey. Mann, oh Mann. Und mir läuft's ja wieder, Alter, wie Sau, ey. Ah. Ja, ich hatte gerade auch eine kleine Rempelei mit Bottas. Immer das Ding dann so nehmen, so? Vielleicht ist der Force India immer noch zu schnell für ein Virus, man weiß es nicht. Boxenstopp.
bis die Jungs mal fertig werden hier. Ist Weihnachten. Bereit? Bereit, ja. Bereit. Sei froh, dass du nicht warten musst, bis die einen Schaden repariert haben. Dafür kann man nie bereit sein. Nee. Ja, gut, dass ich jetzt rausgefahren bin, habe ich wenigstens ein bisschen Polster. Toni Polster, ey. Oh, Regen in 10 Minuten, sagt er. Ja. Gut, in 10 Minuten dürfte das Qualifying eh vorbei sein, von daher. Ich scheiße jetzt auf die Hundertstel, die ich da noch bessere Zeit habe, ab in der Box. Ja, solange man die Ultrasoften unterm Arsch hat und die noch frisch sind, ist das alles gut. Aber hinterher, wenn die dann Fratze sind, oh, dann wird's lustig, Leute. So, wir sind safe, alles gut. Und hoffen mal, dass der Virus jetzt nichts Besseres raushaut. Schon wieder leichte Blasenbildung auf dem linken Vorderreifen, rechts wieder gar nichts, aber links hat man schon wieder die Blasen, dann weiß man schon wieder, diese Strecke ist wieder so eine Linksrumstrecke, da ist schon wieder für einen linken Vorderreifen wieder scheiße. Gucken wir uns noch mal ein Virus an hier. Ich hab gerade Glück, was Strecke betrifft, ey. Wenig draußen. Naja. 5 Stück. Naja, 4. Noch 4 Minuten Dings. Das war aber Miroslav. Jo, kurz erstmal 20 Meter ab hier. Ah, da musst du dann nachlenken, sonst wäre er voll gegen den Brückenpfeiler geböllert. Das meine ich nämlich. Der Pfeiler und die Kurve danach. Katastrophe. Ja, das Albtraum. Jetzt kommen wir in meinen Lieblingsbereich. In den DL-Bereich. Ein Virus hat leichte Grip-Probleme, wie man sieht. Baut sie. Krasses Pferd. Ja, der mittlere Sektor, der ist halt hier. Der schnelle Teil, kann man sagen. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Falsche Controller-Taste gerade gedrückt. Passiert. Ich wollte Jeff sagen, dass ich in die Boxengasse fahre und was sagt mir? Das war knapp jetzt. Und dann habe ich auf die Bremse gedrückt, ey. Ja. Fand ich da nicht so toll. Nee. Na, der zweite schnelle Abschnitt, der ist wieder hier, wieder zum Abgeiern.
Ja, 1,40 noch qualifying. Oh, mein Teamkollege auf Platz 8, Bautzi. Aber da kommen jetzt noch die anderen. Nee, obwohl die dürften eigentlich besser sein. Oh, und bin mal gespannt, ob es zum Rennen Regen gibt. Bei mir hat er nämlich gerade schon wieder gesagt, ja, der Regen lässt noch ein paar Runden auf sich warten, aber er kommt bestimmt. Ich so, ja, genau das will ich hören. Ja, aber beim Rennen ist er erst ab 45. Minute, also wenn das so bleibt. Bin mal gespannt, ob das so mit den Runden bleibt, weil dann würde Perez auf 11, mein Teamkollege auf 8. Dann wäre das mal andersrum. Gut, aber der Bottas und die sind ja auch nochmal, jetzt sind ja eh alle nochmal draußen. Strecke ist wieder full, da ändert sich ja jetzt sowieso nochmal alles. Full Struction. Was haben wir denn hier? Wo haben wir denn unsere Ferrari-Jungs hier? Vettel. Vettel drückt das Pedal to the metal, ja. Hoffe ich doch mal für ihn. Oh, hier auf der Strecke hätte ich jetzt auch gern Ferrari. Da ist direkt Qualifikation zu Ende. Wow. Oh, der Vettel hat sich noch zwischen die beiden Mercedes geschoben. Eieiei. 1,42, Alter. Wie hab ich das denn hier gemacht, ey? Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Krass, ist mir auch ein Rätsel. Fährt, ey. Wow. Im zweiten Sektor halt eben. Da wurde die auf Höchstgeschwindigkeit wieder. Da ist wieder bis, da sind die 2 Sekunden leider weggegangen. Ja, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, dann sehen wir uns im Rennen wieder. Macht's gut. Haut's da rein. Ciao. Ciao. We'll be right back.